Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und diese Woche gibt es drei verschiedene Shops um das Thema Games und Anime. Da dürft ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen und wenn euch das Video gefallen hat, natürlich lasst ein Like da, abonniert diesen Kanal für mehr solcher Videos. Ich bedanke mich auf jeden Fall jetzt schon mal fürs Zuschauen und legen wir doch direkt mal los. Folge mir jetzt auf Twitch für Gaming und Reaction Livestreams jede Woche. Ja, wir befinden uns in dem Capcom Store. Dort gibt es natürlich jegliche verschiedene Sachen vom Hause, ja, Capcom. Und hier sehen wir Mega Man, Okami. Und diese Dinger, die ihr da seht, das sind so kleine Kissen. Also diese Rollen, diese Nudelrollen quasi, die sind sehr, sehr beliebt in Japan. Die haben auch einen speziellen Namen, aber das fällt mir gerade nicht ein. Aber die sind sehr, sehr beliebt und das ist halt schon richtig, ich finde das richtig nice. Ja, natürlich gibt es noch mehr und zwar genau das. Leute, sag mir mal oder schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr den Anime noch kennt. Mega Man Anti-Warrior. Ja, lief früher, wo ich ein Teenager war, auf RTL 2. Und ich würde mich mal interessieren, wie viele von euch diesen Anime früher gesehen haben. Na, jetzt gehen wir mal auf jeden Fall mal weiter. Es gibt noch mehr zu begutachten. Und natürlich, es gibt noch die diversen Spiele, es gibt natürlich noch T-Shirts und alles, was man sonst noch so anziehen kann. Von Street Fighter, Mega Man, Okami, Resident Evil. Aber hier sieht man auf jeden Fall noch mal etwas anderes, was ziemlich genial ist. Und zwar diese Dinger da unten. Na, seht ihr schon, was das ist? Genau, das sind Monster Hunter Figuren. Beziehungsweise Plushies, ne? Plushie-Figuren, ihr wisst schon, was ich meine. Und wer möchte nicht solch ein Monster Hunter Plushie haben? Die haben ja wirklich sehr viele verschiedene Monster. Ich glaube, die haben wahrscheinlich alle Monster aus der gesamten Serie. Aber auf jeden Fall ziemlich, ziemlich süß für die, die ja, auf Monster Hunter stehen. Und natürlich Plushies, ne? Das ist ja ganz klar. Wenn wir hier weitergehen, sieht man ja direkt schon wieder, ja, Okami und Mega Man ist wieder am Start. Und das hier, meine Freunde, ist etwas Besonderes, was man so aus Deutschland nicht kennt. Ja, da gibt es sozusagen Halterungen, ja, oder beziehungsweise Halterungen ist einfach nur für das Bahnticket, ne? Das Bahnticket hier in Japan ist eine Karte, sowas wie eine Kreditkarte quasi, die man die ganze Zeit auffüllt, ja, und das ist dann halt eben im normalen Auffüllen oder halt eben eine Monatskarte zum Beispiel, aber man benutzt immer eine einzige Karte, die man eben hat, mit seinem eigenen Namen drauf, die man sich eingravieren lassen kann in der Maschine selbst. Und da gibt es immer so diese Halterungen und ich habe auch eine von Adventure Time, ne? Wird aber bald mal Zeit, eine neue zu holen. So, weiter geht es mit verschiedenen Drückern, also da kann man drauf drücken und da wird halt ein Satz gesagt. Hier zum Beispiel haben wir Sticker und natürlich Stäbchen. Diese Okami-Stäbchen, die wollte meine Freundin eigentlich haben, aber da stand kein Preis drauf und man kennt es ja, man hat keinen Bock zu nachzufragen, wie teuer das dann letztendlich dann doch ist. Ne? Aber die gibt es dann auch von Mega Man. Ich hätte mir die wahrscheinlich einfach kaufen sollen, ich war da so ein bisschen knausrig. Ne? Hier, da war nochmal ein bisschen Resident Evil, nicht viel Kram, aber hier. Natürlich, da seht ihr es wieder. Na, voll diese Kissendinger. Ja, von Monster Hunter, Mega Man, Okami. Die gibt es sogar mini klein auch noch. Ja, das ist einfach wundervoll. Ja? Der Store ist an sich ziemlich klein. Und hier stoppen wir auch nochmal ganz kurz. Und zwar sieht so ein Pop-Up-Store, so nennen sich so Stores, die so ein bisschen zeitlimitiert in Einkaufsläden sind. Da gibt es alles Mögliche, ne? An Sticker, Tassen und ganz, ganz viele Krimskrams und natürlich auch Plüschis und Figuren. Ja, und damit war es das Video schon wieder. 4 Minuten ging es ganz schön schnell rum, Leute, nicht? Wenn euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben geben, diesen Kanal abonnieren. Und das nächste Video, da geht es in den Jump Store rein. Ein kompletter Merchandise Store, nur für Shonen Jump. Seid auf jeden Fall gespannt, am Mittwoch kommt das Video.